Ja, einen wunderschönen, prächtigen, herzlich willkommen bei Big Ambitions, bei meinem Biomarkt. Ich habe jetzt die Regale schon mal eingeräumt. Ich glaube, ich habe zu viele Regale gemacht, aber gut, die kann ich ja immer noch ein bisschen hin und her schieben, beziehungsweise die Marke sowieso größer machen. Ich glaube kaum, dass 2000 pro Stück ausreichen werden. Aber das sehe ich ja. Da muss ich halt ein bisschen mehr bestellen, ein bisschen hin und her da sein. Da ist es ein bisschen, ja, Kuddelmuddel. Aber das wird schon. Und ich denke, ich werde auch dann, wenn es so weitergeht, ich muss gucken, wie es mit meinem Lager aussieht. Muss ich dann Ausschau halten bezüglich meiner, von meinen Regalen, ob ich da genug Platz habe. So rum wollte ich das sagen. Wir nehmen erstmal Reinigungsstation, ganz wichtig. Nehmen wir mal diese stehenden Dinger da. So, erstmal kommt Reinigung. Weil ich muss schnellstens den Laden aufmachen, weil die Mitarbeiter sind schon ein bisschen, ja, traurig. Weil die halt nicht arbeiten. Kenne ich nicht. So, okay. Und die ganze Gestaltung und so weiter mache ich alles zum Schluss. Sobald alles steht, muss ich gucken. Oh nein, jetzt muss ich da auch noch so ein Ding holen oder was? Och, Mann. Na toll. Okay. Heißt, ich muss dann gleich noch was bestellen. Anrufen. Ach so, nee, warte mal. Das war ja der hier, glaube ich, ne? Wo ich bestellt habe. Bio. Donnerstag. Weiß gar nicht. Habe ich noch irgendwas ohne Regale? Also einfach Schränke ohne Schubläden. Obwohl. Ja, ich kaufe mir davon einfach mal ein paar. Hier kaufe ich mir wieder was. Hier kaufe ich was. Und da kaufe ich was. Also, erstmal Schrank mit Schubladen. Da brauche ich sowieso mindestens 10 Stück. So, da machen wir Präsentation 10. 10. 20. Einfach mal austesten. Ich will wissen, ob das überhaupt genug ist oder nicht. Oder. So, die Wagen packe ich erstmal hier hin. Also erstmal fix auf dem Boden, das ist erstmal egal, wo die stehen. Hauptsache, die sind im Laden. Ja. Schrankuhr, Display. So. Dann brauche ich mal. So. Abgewinkelten. Ich glaube nämlich, dass wenn ich jetzt hier den hier nehme, dass die da drauf stehen. Ja. Ich hoffe, dass ich auch den normalen Schrank nehmen kann. So. Zack. Okay, die sind auf allen Seiten erreichbar. Okay. Zack. Da. Das kann ja was werden. Obwohl. Ich weiß gar nicht, ob du jetzt zwei
passen oder nur einer? Oder ist es halt die Waage, wo zwei reinpassen? Also beim Abgeflachten sollte rein theoretisch auch zwei passen. Jo. Die Mitarbeiter schaue ich mir nachher an. Das ist erstmal uninteressant. Können wir noch so lange warten. Erstens das Wichtigste, dass ich den Laden erstmal hier auf Vordermann kriege. Zack. Und erst dann kommt auch die Bodengestaltung, weil vorher macht es halt keinen Sinn. Weil ich mir da schon was überlegt habe. Aber erstmal gucken. Zack. So. Ich glaube, dass ich es so hinkriege, wie ich es mir vorgestellt habe. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob da wirklich zwei passen. Hä? Ach so, doch, nee, passt. Birne, Apfel, Tomaten, okay. Ich glaube, da brauche ich viel mehr von den Kisten. Jetzt bin ich mal gespannt, passt der hier auch rein? Ne, da passt nur einer, okay. Kann ich die schon mal hier so draufstellen? Ah, da sind die Schrägen, sind ja viel besser. Da passt einer drauf. Okay, ich glaube, ich werde dann vermehrt die Schrägen benutzen, weil die sind ja um einiges besser. Dann mache ich so. Ja. Dann mache ich hier die Wagen drauf. Und auf die Schrägen packe ich dann die Körbe. Okay, perfekt. Dann nehme ich lieber die Schrägen, weil da ist einfach viel mehr Platz. Kann auch die besser so verteilen. Ja. Ja, machen wir so. Ja, ist besser. Dann mache ich eins. Da muss ich immer kurz mal bei dem hier anrufen. Lieferung stornieren, anrufen. Adresse, Biomarkt. Lieferung morgen. Da brauche ich meine Schrägen. Genau. Und paar Körbe. So. Finde ich viel, viel besser. Machen wir mal 20. Und hier machen wir auch mal nochmal 20. Ne, da müssen wir eigentlich 40. Na, 40 kann ich ja nicht machen, oder? Ne. Machen wir 34, weil hier passen ja 4 Stück drauf. Ich weiß gar nicht, ob es nicht zu viel ist. Machen wir lieber 10. Und 20. Obwohl, nee, drauf genuckelt. Wir machen hier mal. Kann ich jetzt vielleicht die 40 machen? Ja. Weil hier passen ja 4 Stück rein. Ich kann ja immer noch dann, wenn zur Not halt, verkaufen oder rausschmeißen, wie auch immer. Das ist ja nicht das Problem. Weil ich sehe jetzt schon, dass ich zu wenig Kisten habe. So wie es aussieht. Ist halt die Frage, wie groß die das Verlangen danach ist. Oder wie viel die so gesehen die Zufriedenheit füllen. Wie man es auch nennen möchte, ihr wisst ja, was ich meine. So. Zack. Eins, zwei. Jetzt kommt der hier, dann glaube ich noch
3 draußen. Ich weiß gar nicht, wie viel. Nee, nicht verwalten. Da. Okay, perfekt. So sind es alle drin. Zack. So. Packen wir kurz aus. Zack. So. Okay, ja, also auf jeden Fall schon zu wenig von den ganzen Sachen. Wäre halt geil, wenn man die Kamera gerade so ein bisschen hin und her zoomen könnte. Aber, naja. Zack. Aber perfekt bestellt. Alles klar. So, also ich will dann hier erstmal. Oh. Hat das. Oh. Oh, das haben wir das ganz anders gemacht. Nice. Warte mal. Kann man es etwa? Nee. So, hä? Ja, das passt eigentlich auch so. Hey, das geht bis hier hinten hin. Bis zum vierten Fenster. Kommt der vielleicht noch dahin? Nee. Warum auch immer. Ist auch vollkommen egal. Das passt so. Okay. Hat er jetzt alles? Da und da. Perfekt. Gut. So. Wir müssen mal kurz mal hier weg. Aber hier will ich dann die kompletten Kassen so lassen. Pack ich mal hier hin. Nee. Da lasse ich mal hier so vier Platz. So, damit hier einmal eine Waage hin kann. Hier kommt dann eine Waage hin. Wir überlegen, dass ich bei jeder. Ja, ich denke mal, ich würde bei jedem eine Waage hinstellen. Ich glaube, das müsste man nicht, aber ich finde es halt schöner, wenn es halt mal ein bisschen befüllt ist und nicht so übelst leer. Deswegen mache ich da vielleicht ein bisschen mehr rein. Das würde so passen. Da ist halt nun mal ein Obstladen, wo halt etwas in einer noblen Gegend, ja, also wenn ich das in so einer Bruchboden-Ramschratte da machen würde, dann wäre es da vollkommen egal. So, das wäre es jetzt auch mit dem. So, mehr habe ich nicht. Okay. Also, Apfel.
Nervigste ist halt immer noch mit den Symbolen. Das ist, was doch am meisten nervt. So, Birne. Nee. Birne. Birne. Da kriege ich echt einen Rappel bei dem Ding. Bananen. Ah, das sollte auf jeden Fall gerne, wenn am besten wäre es, wenn man einmal nur draufklickt und das dann auch so gesehen einrastert. Dieses Hin und Her, das ist echt für den Arsch. Da muss man jedes Mal rausnehmen. Das ist echt. Was habe ich? Bananen. Karotte. 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 So. Habe ich überhaupt so viel auf Lager eigentlich bei dem hier? Oh, was ist denn hier los? Ja, also da muss ich so gleich nochmal rüber gehen. Inventar. Kurz nachgucken. Lager. Hatte ich ja keinen Platz mehr gehabt? Oder warum konnte es nicht kaufen? Da muss ich noch mal reingucken. Ich werde da sowieso noch mal über die ganzen Läden jetzt einzeln mal rüberschauen. Gerade wenn es darum geht. Dass wir wieder Umsatz machen. Kopfsalat. So, dann ist der hier schon mal fertig. Dann kann ich ja die hier schon mal hier anmontieren. So, dann würde ich den hier erstmal so lassen. Ich bin mal gespannt. Es sollte eigentlich auch ein bisschen was mehr stehen. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt noch was steht. Da. Ja, okay, ich brauche auf jeden Fall noch mehr. Ja. Ja. Ich meine, ich mache auf der anderen Seite genau das Gleiche. Also auch von der gleichen Menge her. So. Wir gucken. Das ist die Linie. So, und der hier. Kann ich eigentlich die Warteschlange noch länger machen? Aber ich muss mal gucken, ob ich das irgendwie ein bisschen noch verteile, vielleicht in die Schräge noch mache, hier irgendwie noch was.
Weil es kommen auch diese Getränkedosen, kommen ja auch nochmal an. Da muss ich einfach gucken. Jetzt muss ich erstmal wissen, warum er nicht mehr bestellt hat. Dazu fahre ich am besten mal nach mein Lager. Ach Mist, das habe ich noch vergessen. Nee, da will ich jetzt nicht hin. So. Ich würde gerne noch hier Mülleimer hinstellen. Auch wenn ich es nicht brauche, aber ich finde das vom Look einfach besser her, dass in der Nähe immer ein Mülleimer steht. Kommen ja auch noch mal welche hin. Hier wird wahrscheinlich so der Haupteingang. So. Okay, haben wir das. So, jetzt einmal kurz zum Zentrallager. Ich hoffe, gleich ist mal ein Taxi hier. Weil ich habe die Befürchtung, dass der wahrscheinlich zu voll ist. Muss natürlich erstmal ein Taxi wieder vorbeikommen. Na? Habe ich da gerade ein Taxi gesehen? Ah, Yellow Cab. Perfekt. So, mein Zentrallager, ist es das hier? Da. So. Nee, der ist nicht voll. Hä, wieso hat er aber. Wir hatten. Was ist denn hier passiert? Alles klar. Okay, so das Update. War zugewiesen, sind die alle? Ich habe ja schon mal rüber geguckt. Aber kann sein, dass ich die nochmal machen muss. Dann mache ich es einfach nochmal. Weil auch bei mir in Kommentaren hat auch jemand geschrieben, dass bei ihr komplett alles weg war. Aber irgendwie keine Ahnung. Dann muss ich mal in jedes Lager mal reingehen. Dann würde ich einmal nochmal kurz nochmal bestellen. Einkäufer. Banane. Jo. 3 Tage. Warte mal, könnte ich hier noch Regale reinballern? Ich glaube ja, ne? Ja, dann kann ich hier noch welche hinlegen. Ja, ich bestelle mir noch mal ein paar Regale zur Sicherheit. An Mist kann ich ja gar nicht. Ah, das ist schon zu spät. Aber ich kann auf jeden Fall Regale machen. Bestellen. Ah, hier sind doch noch welche. Ach, lol. Die habe ich auch voll vergessen zu machen hier wahrscheinlich. Glaube ich auch die alte Bestellung. Da muss ich auf jeden Fall gucken, dass ich. Ah, wie soll ich das denn hinkriegen? Weil die Mitarbeiter müssen schnellstens arbeiten. Weil sonst sind die nicht so gut gelaunt. Also morgen kommt eigentlich der letzte Schwung. Dann sollte ich den Laden eigentlich aufmachen können. Die Dekoration kann ich ja machen, währenddessen die Kollegen ja da, während die Kundschaft da ist. Da muss ich noch wieder die Musikdinger holen, also Musicbox und sowas. Mal gucken. Ich muss irgendwie, entweder mache ich das in meiner Wohnung, dass ich so ein Lager mache für die ganzen Musikdinger. Ich habe keinen Bock, jedes Mal dahin zu fahren. Ich denke mal, ich werde mir einfach mal eine bestimmte Summe holen.
eine bestimmte Menge und einfach vor meinem Haus lagern lassen. Weil dadurch, dass ich ja sowieso jetzt 54 Paletten holen kann, also Kartons auf einer Palette, ist es ja gar nicht mal so schlecht, wenn man das so macht. Ich werde da bei IKEA, IKEA, IKEA sage ich schon, IKEA einfach mal bestellen. Und mir einfach, was weiß ich, 20 Boxen holen, fertig ist der Lack. Du musst ja nicht bei mir lagern. Es wird ja sowieso nicht geklaut, also kannst du ruhig draußen bleiben. So, die letzten beiden. Okay, mit 54 von denen wäre es wahrscheinlich doch ein bisschen zu voll. Aber es ist der hier immerhin schon mal voll. So. So. Sehr schön. Ab nach Hause. Na los. Die Hauptstraße, ne? Warte mal, wo ist denn mein Zuhause eigentlich? Da. Wenn ich ein Taxi finde. Oh. Okay, ich habe nichts gesagt. So, dann ab nach Hause. Zack. Legen wir uns kurz mal hin. Ich glaube, so bis 10 sollte ausreichen. Hä, was habe ich denn da bestellt? Muss ich mal kurz gucken. Videospiele gespielt. Okay, Fernseher muss ich einmal kurz mal gucken, damit ich selber happy bin. Zack. So. Genau. So, was habe ich denn da bestellt? Ach, Getränkekühlschränke. Ich dödel. Okay. Ja, kann er es nochmal bestellen oder kommt es? Okay. Und auf ein neues Freitag. Davon. Davon. Wie viel brauche ich denn noch? Da brauche ich nicht mehr allzu viele. Glaub da mal. Ah ne, ich brauche ja sowieso noch mehr. Genau, warte mal, wie viel habe ich denn da jetzt stehen? Eins. Eins, zwei, drei, vier. Oh, komm mal hier hin. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sind auch sechs Produkte. Ne? Eins, zwei, drei, vier. Fünf, sechs. Okay. Und hier habe ich 1, 2, 3, 4. Okay, zwei Stück brauche ich noch. Zack. Nee. Bio. Weiter. Den brauche ich, da brauche ich nochmal. Da brauche ich. Also.
brauche erstmal von den abgewinkelten 2 Stück. 6. Ach Mist, habe ich vergessen. Habe ich da auch noch drin oder habe ich da keine? Okay, 7 brauche ich, also. Okay. So, Bestellung. Biomarkt. Okay, das, das. Und das. Also davon abgewinkelten brauche ich 2. So, und von den Kisten, da brauche ich 6. Brauche ich denn noch? 6, 12, 18, 4. Nee, an den 642 brauche ich. Ich glaube, ich kann auch so viele nehmen. Ja. Genau. So viel kann ich noch mitnehmen. Okay, dann kann ich hier noch mal 3 Wagen und 3 davon nehmen. Ja, sollte passen. Okay, perfekt. Guti. Dann wäre es halt erstmal mit dieser Folge. Ich hoffe, dass ich den. Ich denke mal schon, dass ich den morgen wieder aufmachen kann. Ja, und dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Dabeisein. Wünsche euch einen wunderschönen, prächtigen und sage tschö mit Ö, euer Keule. Ciao, ciao.